In Anbetracht der vorherrschenden Situation sind wir als Regierung bestrebt, die Ausmaße der Pandemie zu begrenzen, um ein weiteres Ausbreiten zu verhindern. Wir verlangen von den Bürgerinnen und Bürgern unseres Landes, folgende Maßnahmen sofort umzusetzen. Erstens, halten Sie zu anderen Menschen einen Mindestabstand von 2 Metern. Zweitens, waschen Sie sich regelmäßig gründlich die Hände mit Seife. Drittens, verlassen Sie Ihr Haus ausschließlich in dringenden Fällen. Dringende Fälle sind Einkäufe von Lebensmitteln oder Arztbesuche. Weiter beschließt die Regierung weitere Maßnahmen, welche das öffentliche Leben betreffen. Erstens, alle nicht systemrelevanten Geschäfte, Läden und Unternehmen werden geschlossen. Zweitens, die Schulen werden geschlossen. Drittens, der öffentliche Verkehr und der staatliche Flugbetrieb werden stillgelegt. Viertens, die Staatsgrenzen werden für den privaten Grenzverkehr geschlossen. Diese Maßnahmen treten heute Mitternacht gestützt durch Notrecht, wie es im Epidemiegesetz steht, in Kraft. Jegliches Reisen sowohl im Landesinneren als auch ins Ausland und zurück bedarf einer schriftlichen Bewilligung der Regierung. Beim Verlassen des Hauses ist eine Genehmigung via Smartphone, SMS herunterzuladen, die man auf behördliches Verlangen umgehend vorzuweisen hat. Kontrollen erfolgen durch Polizei und Militär. Im Falle von Nichtbefolgen der Auflagen der Regierung ist sie befugt, die Person mit Buße und/oder Freiheitsentzug zu bestrafen.